Bei Rewe hatte ich drei Auberginenpflanzen und eine Tomatenpflanze gerettet für jeweils 2 €. Und heute zeige ich euch mal, was ich damit gemacht habe. Ich habe hier so zwei kleine Hochbeete. In dem einen habe ich ein paar Geiztriebe drin, also eigentlich werden die kaum genutzt. Und einer steht auch komplett leer und deswegen mache ich da jetzt die Auberginenpflänzchen rein und in den anderen setze ich dann noch die Tomate rein. Bei der Tomate ist mir aufgefallen, dass die Geiztriebe, die ich habe stehen lassen, sogar schon Blüten haben. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann hier vielleicht. Jetzt ist es ein bisschen besser. Von unserer Kirsche haben wir die Lufttriebe abgeschnitten und in das Hochbeet reingelegt. Und dann kam auch schon die Erde, weil so richtig hoch sind die Hochbeete ja jetzt nicht. Da haben wir jetzt erstmal ein bisschen auf den Boden gelegt, sodass man das Grün nicht mehr sehen konnte. Und dann habe ich die 3 Töpfe reingestellt und weiter aufgefüllt mit Erde. So, dass alles gut bedeckt war. Dann habe ich die Töpfe wieder rausgeholt und habe dann perfekte Löcher für die Pflanzen. Schaut euch gleich mal an, was für Wurzeln diese Pflanzen haben. Jede Auberginenpflanze hat dann jetzt sein eigenes Plätzchen gekriegt. Und dann kam noch ein bisschen Erde drauf. Und dann habe ich noch die Äste, die etwas runterhingen, mit ein paar Stöckchen gestützt. Damit alles etwas feuchter bleibt, habe ich Vermiculit mit drauf gegeben. Das Ganze habe ich dann schön verteilt. Das löst sich mit der Zeit auch von ganz allein dann auf. Ja, und am Ende sah das dann so aus. Die Pflanzen haben jetzt Luft, sind gestützt und können einfach weiter wachsen. Das gleiche habe ich auch mit der Tomate gemacht, damit die auch gut befeuchtet wird. Und die hat sogar schon wieder ein paar Geiztriebe, die schon Blüten haben. Ich gehe mal ein bisschen näher dran, damit man das sieht. Also da erwarte ich auch wieder neue Tomätchen. Da sieht man es ein bisschen besser. Auch da gibt es auch schon Blüten. Also Tomaten gibt es auf jeden Fall neue. Ja, jetzt heißt es abwarten.